Dann heißt es weiter in Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und das ist ein so wichtiger Vers im Kontext des Gesetzes, der die Haltung zum Gesetz ausbalanciert. Denn es gibt zum einen dieses Extrem von Leuten, die eben behaupten, ah, das ist alles lockerer geworden und sei nicht so gesetzlich. Ja, warum sagst du, ich darf das nicht tun oder ich muss das tun? Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, du musst das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Nun, beides ist falsch. Am schlimmsten ist es natürlich zu behaupten, man müsste das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Das verderbliche Irrlehre. Solche Leute landen zu 100% in der Hölle. Wir können nicht gerecht werden durch das Halten des Gesetzes. Allein durch den Glauben kommen wir in den Himmel. Aber beide Haltungen, beide Extreme sind falsch. Und Vers 19 balanciert das aus. Denn es heißt, wer nun eines von diesen kleinsten Boten auflöst und die Leute so lehrt, wird der Kleinste genannt werden. In der Hölle? Nein, sondern im Reich der Himmel. Also hier ist das Ding, wenn ein Christ, ich spreche von einem wiedergeborenen Christen, eines von diesen kleinsten Geboten auch nur auflöst, also sagt hier, das gilt nicht mehr, und sogar die Leute so lehrt, also von wegen, hier halte das nicht, das gilt nicht mehr. Ich meine, das ist ziemlich gottlos, das ist ziemlich verdammt böse, sowas, oder? Leute zu lehren, so das gilt nicht mehr, halte das nicht mehr, dieses Gebot, das ist eigentlich wirklich böse. Aber hey, wenn derjenige glaubt, er wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel, aber er wird eben im Reich der Himmel sein. Er ist trotzdem gerettet. Würdest du auch kein einziges Gebot halten und Leute auch so lehren, du würdest in den Himmel kommen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Warum? Weil wir allein aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Und die Bibel sagt sogar, Römer Kapitel 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also wenn du keine guten Werke tust, aber du glaubst einfach, nun, das ist toter Glaube. Ja, es ist toter Glaube, richtig. Aber in Bezug auf deine Seele, auf die Errettung, in Bezug auf das ewige Leben, ist das rettender Glaube. Denn rate mal was, Glaube an Jesus Christus, Vertrauen auf Jesus Christus rettet. Du kannst dich nicht selbst retten durch das Halten der Gebote. Aber auf der anderen Seite, wer sie aber tut und lehrt die Gebote, also jemand, der wirklich nach Gottes Willen lebt, nach Gottes Willen strebt, danach strebt, ein heiliges Leben zu führen, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Der wird auch im Reich der Himmel sein, aber er wird eben zusätzlich Belohnungen im Reich der Himmel haben. Siehst du, so oder so werden beide Personengruppen im Himmel sein. Sie sind gerettet. Warum? Es wird natürlich impliziert, dass sie geglaubt haben, denn nur so kommt man in den Himmel. Aber die einen Leute, die werden eben die Kleinsten genannt werden im Reich der Himmel. Sie haben sich keine Belohnung gesammelt, sie sind Jesus Christus nicht nachgefolgt. Die anderen, die werden groß genannt werden im Reich der Himmel. Und außerdem, wer sie aber tut und lehrt, bezogen auf die Gebote, lass mich dir die Frage stellen, sollen wir die Gebote tun? Ja, natürlich. Ich meine, guck mal, Gebote, das sind keine Empfehlungen. So, haltet meine Ratschläge, haltet meine Empfehlungen. Nein, es sind Gebote, es sind Befehle. Natürlich gelten die. Ich meine, Jesus bestätigt hier in Matthäus Kapitel 5 das Gesetz. Und dann heißt es weiter, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Frage, sollen wir oder soll in Gemeinden das Gesetz gelehrt werden? Soll aus dem Alten Testament gelehrt werden? Ja, natürlich. Und hier ist das Ding, mir ist völlig klar, dass nicht alles 1:1 gilt. Ja, denn hat sich vieles geändert im Neuen Testament? Absolut. Wir bringen keine Tieropfer mehr da. Wir halten keine dieser Festtage mehr ein. Sowas wie Neumondfeste, Sabbate, sowas tun wir nicht mehr. Das wäre extrem gottlos. Und wenn jemand sowas tut, dann müssen wir seine Errettung anzweifeln. Das ist die Bibel ziemlich eindeutig. Aber heißt das, dass es einfach gar keine Bedeutung mehr hat? Nein, natürlich nicht, sondern wir lernen immer noch Prinzipien daraus. Wir können auch im Neuen Testament immer noch was daraus lernen und es ist eher so, dass Jesus das eben erfüllt hat. Diese Symbolik von den Festtagen und von den Opfern, die hat Jesus erfüllt. Jesus ist unser Opferlamm, also brauchen wir ein Opfer, ja. Aber wir haben eben schon das Opfer Jesus Christus. Natürlich hat sich vieles geändert im Neuen Testament, völlig logisch. Aber bedeutet das, dass jetzt einfach das Gesetz gar nicht mehr gilt? Nein, sonst hätten wir gar keine Moral. Woher wissen wir, was falsch und richtig ist? Wir wissen das aus Gottes Gesetz. Also natürlich gilt immer noch Gottes Gesetz. Ich meine, die Bibel sagt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also woran wird Sünde gemessen? Am Gesetz. Woher wissen wir, dass etwas Sünde ist? Woher haben wir Erkenntnis der Sünde? Durch das Gesetz, logischerweise. Nun, wie führen wir als Christen aber ein heiliges Leben? Indem wir uns ganz so anstrengen, das Gesetz zu halten? Auf keinen Fall, das wäre falsch. Sondern die Bibel lehrt im Galaterbrief, dass wir eben auch durch den Geist und eben dadurch, dass wir im Geist wandeln, ein heiliges Leben führen. Und die Bibel lehrt in Römer Kapitel 8, dass Gott die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt,
die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also wenn wir im Geist wandeln, die Bibel lesen, beten, Gemeinschaft haben mit den Brüdern, zur Kirche gehen und so weiter, geistliche Lieder singen, wenn wir im Geist wandeln, dann wird Gott das in uns bewirken, dass wir was tun? Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Also ein ganz einfacher Merksatz. Ja, ich habe vorher erwähnt, dass das christliche Leben paradox ist. Hier habe ich einen paradoxen Merksatz für dich. Ein guter Christ hält die Gebote, aber du wirst kein guter Christ, indem du die Gebote hältst. Ein guter Christ hält die Gebote, aber du wirst kein guter Christ, indem du die Gebote hältst. Scheint auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein, aber wenn du verstehst, dass du im Geist wandeln musst, um ein gerechtes Leben zu führen, dann macht das Sinn. Denn wenn du im Geist wandelst, dann wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in dir erfüllt. Und ich hoffe, diese Erklärung war für dich verständlich. Und falls du Fragen hast zu diesem Thema, hinterlass einfach einen Kommentar unten.